Guten Morgen. Leib haben wir schon vor, im Namen Jesu kommt nicht dir, ich danke dir für dein Leib. Ich danke dir für diesen neuen Tag. Ich danke dir, Herr, dass wir in Jesus Christus Vergebung haben. Und ich bete, Herr, dass du uns helfst mit dem Licht von deinem Wut, ans Leben hier endlich durchzugehen. Und wenn da Dinge sind in unserem Leben, was wir abnehmen müssen, dass wir das König Josia einfach radikal sind und nicht durch Stunden in unserem Leben, was ihnen nicht gefällt. Im Namen Jesu. Amen. Ich glaube, dass kein anderer König von Israel gewesen oder von Juda, was so jährendlich abgeriemt hat als König Josia. Er sagt alles auf, er checkt alles durch, er tragt dort Land durch und versteht alle Höhenheiligtümer, alle Götzen, alles, was da falsch wird, wird versteht. Nicht, Leute Eva. Hei fehlt ganz rein. Hei fehlt ganz rein. Hei riemt alles ab. Am wir nicht zu viel. Hei will ganz da noch leben, was die Bibel sagt. Hei hat die Bibel gelesen, hei hat das ganze Fall die Bibel vergelesen. Und er hat sich entschlossen, so es in der Bibel steht, so soll es sein. Und ich glaube, das, was Gott von uns von da erwartet hat. Und als er alles abgeriemt hat, dann sieht er nächste Zeit, dann war er dort entführen, was Gott bestimmt hat, für wie leben soll. Ich muss alles abriemen, was falsch wird, und dann dort tun, was Gott von uns will. Da werden sie steht in Vers 21 von Kapitel 23. In Jerusalem befahl der König, das ganze Volk soll zu Ehren des Herrn das Passafest feiern, so wie es in unserem Bundesbuch beschrieben steht. Seit der Zeit, als die Richter das Volk führten, also von Samuel seine Zeit, war das Passafest in Israel nicht mehr so gefeiert worden, auch nicht in den Jahren, in denen Könige über Israel und Juda herrschten. Also von Samuel hat man dort fast auch nicht mehr richtig geführt. Erst jetzt wieder, im 18. Regierungsjahr König Josias, wurde in Jerusalem dieses Fest zu Ehren des Herrn gefeiert. Also, wie wichtig das ist, dass wir uns nach der Bibel richten. Und dass wir uns ganz nach der Bibel richten. So wie seine, dass die Menschen mit ihren Sitten und Gebräuchen, die haben andere Sachen nicht genommen in ihrem Leben, in der wäre ihnen normal geworden. Und die Sachen, die Gott von ihnen will, die haben sie vernachlässigt, die haben sie verirrt. Von denen wissen sie nicht mehr, wenn sie die Bibel wahrscheinlich nicht ihrens genug nehmen oder vielleicht nicht mal schande. Also ich glaube, wie man das Wort studieren Deib und Wut studiere jeden Tag. Und nun wird noch, ausreichend nur von ans Leben, Entscheidungen treffen. Dort falsche abriemen, ütfeien, ütkrotzen und dann freschen. Dort wird Gott gefällt. Und dort schaue ich alle um Schritt stehen, um Schritt schaue ich alle, dass alle los wurden. Und am Schritt schaue ich dort Gottes Plan finden, was ich will haben, wo wir leben sollen. Und in seinem Wort sind alle Weisungen von uns, am richtig zu leben. Herr, ich bete, mach unsere Augen auf. Mach uns Wort auf und help uns, wörtliche Gesinnereinigungsmaßnahmen zu nehmen an unserem geistlichen Leben. So eine Gerentelereinigung, Herr. Dass wir wörtlich im Schritt kommen, ganz frei und ganz rein waren von allem Weisen. Dass wir anfangen, so zu leben, dass du dich an uns freien kannst. Dass wir wörtlich zum Lobgesang deines Namens leben, so ist die Bibel dort sagt. Dass wir dich in Jesus in wunderbaren Namen. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.